Hallo zusammen. In diesem Video versuche ich eine der interessantesten Persönlichkeiten der Antike vorzustellen. Marcus Tullius Cicero. In nur 100 Sekunden ist das eine ziemliche Herausforderung, also keine Zeit verlieren, los geht's. Cicero war Politiker, Anwalt, Redner, Schriftsteller, Staatsmann und Philosoph. Ein Mann mit vielen Talenten also. Bekanntheit erlangte er als junger Anwalt in einem spektakulären Prozess gegen den ehemaligen Provinzstatthalter von Sizilien, Gaius Verres. Seine politische Karriere führte von dort aus steil bergauf. Im Jahr 63 vor Christus wurde er Konsul. Das war höchst ungewöhnlich, denn Cicero stammte aus keiner senatorischen Familie. Er war ein sogenannter Homo Novus. Bei der Wahl zum Konsulat unterlag ihm Sergius Catilina. Dieser erwies sich als schlechter Verlierer und zettelte daraufhin einen Staatsstreich an. Die sogenannte Catilinarische Verschwörung. Catilina wurde von Cicero im Senat in einem beispiellosen Rant überführt und zum Tode verurteilt. Quo usque tandem ab utere Catilina patentia nostra? Wie weit, Catilina, wirst du es am Ende noch treiben mit dem Missbrauch unserer Geduld? Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid concili ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? Wem von uns meinst du, sei es unbekannt, was du in der letzten, in der vorletzten Nacht getrieben, wo du gewesen, welche Leute du um dich versammelt, welche Pläne du gefasst hast? O tempora, o mores, o Zeiten, o Sitten, senatus haec intelligit, consul videt, hic tamen vivit, vivit immo vero etiam in senatum venit. Der Senat weiß es, der Konsul sieht es, und doch lebt dieser Mensch noch. Er lebt? Ja, er erscheint sogar im Senat. Cicero galt nach dem Aufdecken der Verschwörung als Held. Doch die Ereignisse wurden ihm bald zum Verhängnis. Und eine Zeit lang musste er sogar ins Exil. Ciceros späte Jahre waren stark von der damals um sich greifenden Krise der Republik geprägt. Er opponierte gegen den nach der Macht greifenden Caesar, später gegen Marcus Antonius. Seine Haltung wurde ihm 43 vor Christus zum Verhängnis und er wurde umgebracht. Ihn aber nur als Politiker und Staatsmann zu betrachten, wird Cicero keinesfalls gerecht. Er war auch ein großartiger Redner und Schriftsteller. Sein Stil gilt als die Blüte der lateinischen Sprache. Außerdem ist er ein wichtiger Vertreter der Stoa, hinterließ zahlreiche philosophische Schriften und übersetzte die Werke griechischer Philosophen ins Lateinische. Der Vater der deutschen Althistorie im 19. Jahrhundert, Theodor Mommsen, bewertete Cicero äußerst negativ. Als Staatsmann ohne Einsicht, Ansicht und Absicht hat er nacheinander als Demokrat, als Aristokrat und als Werkzeug der Monarchen figuriert und ist nie mehr gewesen als ein kurzsichtiger Egoist. Neuere Historiker bewerten sein Handeln differenzierter. Allen Widrigkeiten seiner Epoche zum Trotz habe Cicero die Republik und ihre Werte zu bewahren versucht. Okay, ich gebe zu, ich habe die Zeit ein bisschen überschritten, aber Cicero ist einfach viel zu vielseitig für 100 Sekunden. Wenn ihr noch tiefer in seine Welt eintauchen wollt, dann empfehle ich euch die sehr unterhaltsame Romantrilogie von Robert Harris. Und wenn euch drei Bücher zu viel zu lesen sind, dann fangt doch mit diesem einen hier an, mit meinem eigenen. Römische Geschichte für Kinder gibt es ab sofort überall, wo es Bücher gibt. Das war's von mir für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.